Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute habe ich ein Thema vorbereitet, das mir immer wieder in Sitzungen begegnet und wo ich auch denke, dass es dir gut helfen kann, wenn du da mal ein bisschen bewusster hinschaust bzw. mehr dran bleibst. Und dieses Thema lautet Zufriedenheit. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch in diesen aufgewühlten Zeiten, wie soll man da Frieden finden, wie soll man da klar bei sich bleiben. Aber diese Zufriedenheit ist eben so ein ganz wichtiger Teil, dass man einfach das Feld entspannen kann. Ich habe hier im Kanal auch schon so ein Video gemacht, wie geht Selbstheilung, heißt das. Und da wird auch schon mal so ein bisschen was angeteasert, um was es da heute bei dieser Übung gehen soll. Denn Zufriedenheit, wenn du zufrieden bist und quasi jegliches Suchen und Streben aufhört, dann kommt man so ganz in der Gegenwart an, ganz im Hier und Jetzt an. Und dann kann man auch besser mit sich selber arbeiten und bei sich selber sondieren. Jetzt glauben ja viele Leute, dass man da immer, was weiß ich, was machen muss, um bewusster zu sein, um klarer zu werden und irgendwelche Höhenflüge zu machen. Aber in Wirklichkeit ist es nur so, dass man sagt, man macht mal gar nichts. Und nicht, weil ich sage, ich mache jetzt nichts, weil ich erschöpft bin oder auch nicht mehr kann, sondern einfach mal, dass ich sage, ich sitze da und es passt für mich und ich schaue einfach mal in die Luft. Und wenn man mal dieses, ich schau mal in die Luft, so praktiziert, das ist was, was ich eben in der Früh mache, also wo ich, darum stehe ich auch immer relativ zeitig auf und auch meistens vor den anderen, das heißt meistens so 5 in der Früh stehe ich auf und habe dann einfach 3 Stunden für mich, so bis 8 Uhr, wo ich dann meine Arbeiten mache, egal um was es geht. Ob es eine kreative Arbeit ist, ob das eine Buchhaltung ist. Also da mache ich so meine Arbeiten oder ich sortiere was aus. Einfach Dinge, die zu erledigen sind. Und wenn ich aber keine Lust habe oder merke, okay, das geht heute mir nicht so von der Hand, wie ich es mir vorstelle, dann ist das eben nichts, wo ich dann schaue, dass ich in eine Unzufriedenheit reingehe, sondern ich setze mich dann hin und schaue einfach buchstäblich in die Luft. Also ich lege mich auch nicht mehr nieder, sondern es ist alles ruhig und ich kann einfach in die Luft schauen und komme dann mehr zur Ruhe. Und der Witz ist eben, dass ich aus dieser Ruhe eigentlich dann weit mehr Kraft und Inspiration schöpfe, als ich jetzt durch mein aktives Tun hätte schaffen können. Das heißt also, durch dieses Nichtstun und diesen Mut, zufrieden zu sein, kommt eigentlich viel mehr Energie und ein ganz neuer Impuls zu mir rein. Und das kann jeder auch erleben. Das kannst du genauso erleben. Es geht nur darum, diesen Mut einmal, diese Zufriedenheit zuzulassen. Und Zufriedenheit, also Frieden geben, sich selbst Frieden geben, da braucht man dann einen gewissen Mut dazu zu sagen, ich brauche jetzt keine gewissen Kenntnisse, ich muss nicht schlauer werden, ich muss jetzt nicht irgendwas erfahren, was jetzt neu ist und was wichtig ist, Zeitungen zum Beispiel, ne? Sondern ich kann ganz entspannt einfach einmal die Welt Welt sein lassen, alles kann sich, die kann sich weiterdrehen und ich bin einfach mal zufrieden, das heißt, ich gebe Frieden. Und durch dieses Frieden geben kommt eine Zufriedenheit rein. Das heißt, du wirst zufriedener, indem du Frieden gibst. Also auf gut Deutsch eine Ruhe gibst. Ja? Aber das muss man sich trauen. Und wir trauen uns das eigentlich nicht, weil es nicht sehr modern ist. Zufriedenheit ist nicht modern. Alles ist bei uns eigentlich aufgebaut auf Unzufriedenheit. Natürlich, wir sind in einer konsumgetriebenen Gesellschaft. Das heißt, ein zufriedener Mensch ist kein guter Kunde. Also Unzufriedenheit, ein Bedürfnis muss irgendwie geweckt werden über irgendwelche Werbebotschaften. Irgendetwas gehört erreicht. Und wenn du schon nicht so etwas konsumieren möchtest, dann zumindest gehört Bewusstsein erreicht, musst du dich selber bilden, weil sonst bist du ja nicht gut genug oder sonst überholen dich andere. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft ist ja sehr auf dieses Tempo gebürstet und Zufriedenheit ist nicht sehr populär. Und Mut zur Zufriedenheit ist eben wirklich diesen Frieden sich geben. Ja, warum ist denn das so schwierig? Einfach mal in die Luft zu schauen, einfach mal beim Fenster rauszuschauen. Warum ist denn das so schwer?
weil wir halt permanent verführt werden. Mach dir die Verführungen in deinem Umfeld bewusst. Was sind denn deine Trigger? Ist es das Mobiltelefon? Ist es irgendein Nachbar im Außen? Sind es die Nachrichten, wo du glaubst, du musst dich informieren? Ist es der Fernseher? Ist es das Radiogerät? Was sind deine Trigger, die dich eigentlich wegholen von diesem reinen, ich bin einfach da, ich bin jetzt zufrieden, ich gebe jetzt Frieden und ich schaue einfach mal beim Fenster raus. Also was stört dich denn da so? Was stresst dich denn da so? Und entdecke das. Und habe aber auch den Mut, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und wenn mir Leute sagen, ich habe keine Zeit dazu, wie gesagt, ich hätte sie theoretisch auch nicht, diese Zeit, mit den ganzen Unternehmungen, die ich immer mache. Also praktisch, glaube ich, hat jeder die 24 Stunden am Tag und es ist eine reine Einteilungsfrage, wie man diese Stunden nutzt. Und das ist bei mir der Punkt, warum ich früher aufstehe, weil ich einfach da in der Früh auch diese Zeit habe. Nicht jedes Mal in der Früh, weil ich da auch natürlich meine Sachen schon mache. Aber ab und zu setze ich mich hin und schaue halt einfach aus dem Fenster oder schaue in die Luft, schaue ins Narrenkastel. Und das ist eben schon eine Art Meditation und das ist aber auch so eine Zufriedenheit. Das ist das Zusammenkommen von deinem Bewusstsein, das in die Gegenwart eintaucht, im Hier und Jetzt. Wo auf einmal der ganze Druck von dir abfällt und wo du spürst, dass du ganz klar, absolut entspannt, ganz in die Ruhe gehen kannst und die absolute Zufriedenheit zulassen kannst. Und jetzt tauchen wir einfach mal gemeinsam in diese Zufriedenheit ein, in diesen inneren Frieden. Und du kannst jetzt mal deine Augen schließen und einfach mal tief einatmen und wieder ausatmen und tief einatmen und wieder ausatmen. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du stellst dir einfach mal vor, dass du auf deinem bequemsten Sessel sitzt oder auf der Couch. Vielleicht bist du ja auch dort. Und wenn nicht, stell dir vor, dass du wirklich auf dem allerbequemsten Sessel Platz genommen hast, in den du ganz entspannt dich fallen lässt. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt in einen tiefen Frieden, in eine tiefe Zufriedenheit einzutauchen. Und dieser Frieden heißt einfach mal nichts tun. Mach dir mal bewusst, dass du jetzt gar nichts machst. Und durch dieses Nichtstun nimmst du auch nicht wirklich Anteil an der Welt. Deine Atmung geht ganz ruhig und entspannt. Dein Herz schlägt völlig ruhig und entspannt. Deine unzähligen Gesichtsmuskeln entspannen sich. Und du spürst, wie sich eine tiefe Ruhe, ein Vertrauen
in dir manifestiert. Ein Lächeln erstrahlt in deinem Inneren. Ein Ja erscheint in deinem Inneren. Ein Ja zu deiner Lebensenergie, zu deiner Liebe und deiner Freude. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass dieses innere Ja in deinem äußeren Bewusstsein wie ein Schutzschirm wirkt. Also dieses Ja, was dich innen öffnet und weicher macht, kreiert um dich ein starkes Schild, sodass du merkst, du bist ganz bei dir und absolut geborgen. Sämtliche Fremdgefühle oder fremden Erwartungen, alles fließt jetzt von dir ab und du bist in einer Sphäre der Zufriedenheit und spürst, wie diese Zufriedenheit auch immer mehr und mehr Zelle für Zelle, Faser für Faser deines Körpers aufbaut, motiviert, inspiriert und heilt. Du spürst, dass du gar nichts aktiv machst, sondern selber nur diesen unendlichen Augenblick völlig auskosten kannst. Vor dir ist Unendlichkeit, links von dir ist Unendlichkeit, rechts von dir ist Unendlichkeit und hinter dir ist Unendlichkeit. Ober dir ist Unendlichkeit und unter dir ist Unendlichkeit. Du bist von dieser Unendlichkeit umgeben und du spürst, dass diese Unendlichkeit ein Spiegelbild deiner inneren Unendlichkeit ist. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass eine tiefe Geborgenheit in dir aufsteigt. Und jetzt lösen sich mal alle Selbstzweifel, die vielleicht noch in dieser Sphäre in dir existieren. Und du spürst, dass du klarer, freier, wacher und bewusster wirst. Atme tief ein und wieder aus und spüre diese tiefe Ruhe, diese tiefe Zufriedenheit.
in deinem Inneren. Du spürst jetzt durch dieses Zufriedenwerden, durch diese Zufriedenheitsenergie ein neues Bewusstsein in dir aufsteigen. Und dieses Bewusstsein reinigt jetzt mal alle Herzensprogramme, die dich dazu bringen, zu viel Energie auszugeben, dich zu verausgaben. Alle Herzensprogramme, die du jetzt trägst, die nur dazu da sind, dass du dich verausgabst, werden jetzt transformiert und du spürst ein grünes, strahlendes Licht. Sehr gut. Und während diese Programme von deinem Herzzentrum abgehoben werden, sich in der Gegenwart lösen, weggehen, wegbleiben und nicht mehr wiederkommen, spürst du, wie deine Brust freier wird, wie dein Herz immer klare und reinere Impulse schickt. Und du spürst, dass sich jetzt dein Herz erdet. Und das ist eine tiefe Liebe und Verbundenheit zu Mutter Gaia. Sehr gut. Und jetzt erlaube mal diesem frisch geschaffenen Freiraum in dir, diese innere Freiheit, zu 100% hier auf Erden zu entfalten. Und du erlaubst dir jetzt, dass jeglicher Druck von außen transformiert wird und du ganz in deine Unendlichkeit eintauchst, in deine unendliche Zufriedenheit. Und du machst es dir in deiner Mitte absolut bequem. Atme einmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun diese Zufriedenheit noch etwas auf ein anderes Level zu bringen, und zwar auf das Level der Dankbarkeit. Und das geht ganz einfach an dem Ort, wo du dich jetzt energetisch befindest. Sag einfach dreimal so zum göttlichen Licht, du
Kannst es auch zur Sonne oder zur Erde sagen. Danke für alles. Danke für alles. Danke für alles. Und dann atmest du mal tief ein. Und so tief es geht wieder aus. Gut. Du bist also ganz in diesem Augenblick, absolut in diesem Moment, in dieser Zufriedenheit, in dieser Dankbarkeit. Und spür jetzt mal in dich rein. Spür mal, wie klar dein Kopf ist, wie ruhig du bist, wie energiegeladen du eigentlich bist. Sehr gut. Bleib noch etwas in dieser Zufriedenheit. Spüre die Energie, die durch dich fließt. Spüre jetzt, dass du absolut versorgt bist und dass sämtliche Sorgen existenzieller Natur, ob sie sich jetzt um den Körper drehen oder tatsächlich finanzielle Probleme sind, dass sich diese Probleme jetzt auflösen können. Und du wirst immer freier, klarer, stabiler und wunderbarer. Atme tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal das reine Licht, die reine Zufriedenheit. Und die reine Dankbarkeit. Erlaube nun, dass etwas von diesem Frieden, dieser Dankbarkeit, dieser Zufriedenheit durch dich hindurch in die Erde fließt, zu deinem Umfeld. Du bist jetzt Kanal. Und ganz selbstverständlich fließt jetzt mal diese Zufriedenheit, dieser Frieden, der durch dich fließt, deinen Körper fließt, ab. Die reine Zufriedenheit. Und du spürst, du kannst so viel Zufriedenheit jetzt abfließen lassen, wie du möchtest, weil sie immer wieder neu gebildet wird. Sehr gut. Spüre jetzt die Klarheit in dir und spüre jetzt die Möglichkeit,
dich auf einen Punkt zu fokussieren und kristallklar diesen Fokus zu halten. Und du fokussierst dich jetzt zuerst auf dein Herz. Dein Herz fokussiert sich mit deinem Nabelchakra. Ein Nabelchakra mit dem Wurzelchakra, mit den Kniechakren runter bis zu den Fußchakren. Atme nochmal tief ein und wieder aus und spür mal nochmal nach, dass diese Zufriedenheit, die durch dich durchfließt, nicht versiegt, dass immer eine neue Energie nachfließt. Das heißt, du kannst gar nicht diese unendliche Energie aufbrauchen, sondern kannst sie einfach genießen. Bedank dich jetzt nochmal bei deiner Geduld, deinem Mut. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und mach dir bewusst, dass du jetzt in dir selber berührt wirst. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und spür jetzt nochmal nach, spür diese Zufriedenheit. Sehr gut. In mir ist Zufriedenheit, um mich ist Zufriedenheit. Ich bin Teil des ewigen Friedens. Und aus dieser Zufriedenheit erwachsen dann ganz verschiedene Frequenzen, Heilung, Inspiration, Klarheit, Mut, all das bekommst du durch diese Zufriedenheit. Und du spürst jetzt nochmal, wie du geerdet wirst, wie du ganz klar in die Gegenwart kommst. Atme tief ein und wieder aus. Und schau mal, dass du noch mal Danke sagst, ein tiefes Danke. An diesen Moment. Und wenn du jetzt bereit bist, dann beweg jetzt mal deinen Körper, streck dich durch,
Atme noch mal tief ein und wieder aus. Streck deine Beine durch und erlaube dir, diese Zufriedenheit und Dankbarkeit ins Hier und Jetzt mitzunehmen, in dein Alltagsbewusstsein, sodass sich das integrieren kann. Die unendliche Zufriedenheit fließt durch dich. Und du bist in dieser Zufriedenheit unendlich geborgen, kannst dich regenerieren. Sehr gut. Atme jetzt noch mal tief ein. Und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür nochmal diese Zufriedenheit nach, diese Dankbarkeit. Und wenn du dich selber gut wahrnehmen kannst, dann komm ganz ins Hier und Jetzt, diese Zeit und diesen Ort zurück. Und spür jetzt nochmal diese Kraft, diese Entfaltung, diese Klarheit, diese Liebe. Und du spürst jetzt, dass du im Prinzip nur in die Luft geschaut hast und was sich da alles dahinter verbirgt. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit, alles Gute, viele, viele Momente, wo du die Möglichkeit hast, diese Zufriedenheit zu leben. Denn Zufriedenheit ist nichts, das du jetzt von außen kriegst, sondern es ist eine Qualität, die du einfach mehr leben musst. Und dann kommt die auch. Eben durchs Nichtstun, durchs Frieden geben, innere Frieden. Zufriedenheit ist Frieden. Schön. Wenn dir diese Reise gefallen hat, das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du Leute kennst, die sehr unzufrieden sind. Und wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz und mach mediale Energetik, Energetik, die wirkt. Danke, tschüss, bis nächstes Mal.